Noch starren sie einen aus leeren, toten Augen an. Doch sie verleiht den Puppen Leben. Eleonore Gödert. Seit über 50 Jahren sammelt, repariert und fertigt die 63-Jährige die kleinen, wie Menschen aussehenden Spielzeuge. Es gibt ganz unterschiedliche Beschwerden, die die kranken Puppen haben. Hier wird sich um alles gekümmert. Es ist natürlich sehr viel Arbeit, die alle wieder in Ordnung zu bringen. Manche haben die Augen eingedrückt, muss man Augen neu einsetzen. Bei manchen fehlen die Beine, dann müssen die Beine wieder dran gemacht werden. Manche haben ein Loch im Kopf, auch da muss man dann wieder arbeiten. Und das ist natürlich vom Material her und von all diesen Dingen, die zu tun sind, eine sehr aufwendige Sache. Sie selbst hat ungefähr 400 Puppen hergestellt und handbemalt. Weitere 1600 bewohnen das Haus, das sie extra angemietet hat. Die Puppen haben keinen Namen. Für Eleonore sind es Nummern. Für mich ist das die Handwerkskunst hinter so einer Puppe interessanter, als jetzt zu sagen, ich liebe dieses Stück. Lieben kann ich nur ein Mensch und so habe ich Kinder, die ich gern habe. Aber Puppen sind schon für mich auch in einer Sache nur Dinge, aber die man zu schätzen wissen muss. Natürlich ist sie begeistert von ihren Kunstwerken, aber eins stellt sie unmissverständlich klar. Und darum sehe ich es aus meiner Sicht so, dass Puppen kein Ersatz für lebendige Menschen oder Kinder sind. Für die Puppen hat sie über die Jahre weit über 100.000 Euro gezahlt. Reich wird man mit so einem Hobby nicht, sagt Eleonore. Verkaufen wird sie ihre 2000 Mitbewohner ohnehin nicht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.